So, wenn die roten Kisten da stehen, dann ist das ein Zeichen, dass es bald losgeht. Gell, Ussi? Fast fertig. Gleich geht's los. So, und dann haben wir hier was zu tun. Als erstes muss natürlich die Heizung abgeschaltet werden, denn die haben wir im Winter immer leicht an. So, und den Rest erledigt jetzt dann der Wechselrichter. Dann noch ein Blick auf die App. Ob die Bordbatterie genügend Spannung hat, 12,14 Volt. Das sollte zum Starten langen. Ursi, unserem Start steht nichts im Wegen. Prima, muss nur noch ein bisschen aufräumen. Vulkaneifel, wir kommen. Ja, wir sind schon fast unterwegs. Da bei der Nummer 10 oder bei der Nummer 9, das ist das Schalkenmährener Mar. Nein, ist es nicht. Also, wenn wir bei. Nein, ist es nicht, sagt die Ursi. Nein, dann wenn wir jetzt bei 10 sind, dann sind wir am Weinfelder Mar. Und bei 9? 9? Geminder mal mit Freibad, siehste, also da sind wir nicht. Und wir sind bei der Straße, beim Weinfelder Mar. hätte ich jetzt gesagt, aber wir sind auch an der Hauptstraße. Jetzt zeigen wir euch ein Mar, aber vorher sagen wir, grüß Gott. Hallo zusammen. Die ganze Zeit zu eurer Begrüßung sind jetzt endlich einmal ein paar Autos gekommen. Die ganze Zeit war nämlich kein Auto da. Und jetzt sind gleich 10 hintereinander gekommen. Grüß Gott. Hallo nochmal. Aus der Vulkaneifel. Wir sind gestern Abend angekommen und es hat geregnet in Strömen. Deshalb konnten wir auch keinen Sternenhimmel beobachten, was uns ja einige Zuschauer geschrieben haben. Genau. So, und jetzt schauen wir mal, die Vulkaneifel ist bekannt für ihre Mare. Wir stehen jetzt da direkt eine Mar und das wollen wir euch zeigen. Das liegt auf der anderen Straßenseite, da gehen wir jetzt hin. Ja, und das ist hier sogar noch die deutsche Vulkanstraße. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, und erst wusste man nicht, dass es das gibt und jetzt stehen wir schon da. Ja, genau. So ändert sich das Leben, ja. Ja, ja, genau. Und wie heißt es so schön? Reisen bildet. Ja. Wir sind jetzt hier am Weinfelder Mar und da vorne ist die Weinfelder Kapelle. Und das, wo wir jetzt stehen, das ist wohl ein ehemaliges Dorf gewesen. Ja, hier gab es mal ein Dorf, das wurde durch die Pest verlassen. Im 16. Jahrhundert. Und dann hat man die ganzen Häuser hat man abgebaut und hat damit ein neues Dorf errichtet. Und dann sollte auch doch durch den Bischof Trierer, durch den Trierer Bischof, der hat dann den Auftrag gegeben, dass man die Kirche auch noch abreißt. Aber das haben die Weinfelder nicht übers Herz gebracht. Mhm. Und so ist die Kirche als einzige stehen geblieben. Da schauen wir jetzt dann auch mal hin. Und das soll eine der ältesten Kirchen hier in der Eifel sein. Steht hier auf dem Schild. Ja, und dann gibt es auch hier eine Dichterin der Eifel, die Fiebig, Clara Fiebig, die hat gesagt, die Mare sind die Augen der Eifel. Mhm. Ist das nicht poetisch? Heute am Valentinstag?
Stimmt, heute ist ja Valentinstag. Was ist Valentinstag? Tag der Liebenden. Valentinstag ist der Tag der Romantik, erfunden von der Blumenindustrie. Oh, ist das wieder romantisch. Ja. Ist mein Helle nicht romantisch. Man kann sich auch ohne Valentinstag lieben. Ich liebe dich trotz Valentinstag. Und ihr kennt uns ja schon, die Mare, das sind so runde Seen, die es überall in der Vulkaneifel gibt. Das sind aber keine Seen in dem Sinn, das sind aber auch keine Vulkankrater, denn das Ganze war natürlich vulkanisch, sondern da ist Grundwasser auf, so habe ich es nachgelesen, da ist Grundwasser auf Lava getroffen und dann gab es eine Explosion und deswegen sind die auch so kraterförmig, weil es eine richtige Explosion gewesen ist. Und diese Krater haben sich dann entweder mit Wasser befüllt oder nicht. Und wenn sie sich mit Wasser befüllt haben, dann sind es Mare geworden und wenn sie sich nicht befüllt haben, sind es einfach Trichter. Okay. Und die jüngsten sind 10.000 Jahre alt, die jüngsten Mare. Das heißt, in 10.000 Jahren weiß man nicht, was in 10.000 Jahren hier ist. Das weiß man eh nicht, da gibt es ja die Erde sowieso. Vor 10.000 Jahren hat auch noch keiner an uns gedacht. Ja? Da gibt es eh keine Erde mehr. Vielleicht gibt es in 10.000 Jahren sowas Menschenähnliches, was dann in die Legende und friedlich ist. Im Gegensatz zu uns. So, gehen wir in die Kirche rein. Ja, das schauen wir mal. So, und hier an der Kirche ist eben auch das Lieblingszeichen für Wohnmobilisten. Aber es gibt genügend Plätze, wo man mit dem Wohnmobil stehen kann. Es ist eine wohnmobilfreundliche Gegend. Muss man dazu sagen, was ich? Stimmt. Der Kapelle und die ist sehr schön und sehr empfehlenswert, direkt am Weinfelder Mar gelegen. Schaut da mal rein, wenn ihr in der Nähe seid. Wir waren auch drin, haben leider den Lichtschalter nicht gefunden, deswegen können wir euch keinen Film zeigen, aber ein paar Fotos haben wir gemacht. Mhm. Die blenden wir jetzt ein. Ja, es war ein bisschen dunkel drin. Ja, und in der Zwischenzeit gehen wir zurück zum Gustl, schaut euch die Fotos an. Ja. Mhm.
wollten wir euch noch was ganz Besonderes gönnen. Und uns natürlich auch. Die kleine Rundfahrt durch Daun habt ihr ja gesehen. Daun ist also so von der Vulkaneifel das zentrale Städtchen, hat aber nicht mal 8000 Einwohner. Ja. Also eine echte Kleinstadt, wie hier alles nicht so dicht besiedelt ist, haben wir das Gefühl. Ja. So, und jetzt wollen wir mit euch noch in den Wildpark in Daun gehen. Da stehen wir jetzt davor. Ja, und wisst ihr, was an dem Wildpark Besonderes ist? Warte mal, ich weiß jetzt, sieht man jetzt dieses Schild überhaupt? Ja, sieht man. Aha, sollen wir uns gleich... Ja. So, glaube ich. Gut, okay. Ja. Und das Besondere an diesem Wildpark, ihr wisst ja, Helle hat Knie. Und mit in durch diesen Wildpark, da fährt man mit dem Auto. Jawohl, oder mit dem Wohnmobil. Ja, wir in dem Fall natürlich mit Wohnmobil. Aber heute aber, nicht. Ja, leider macht er erst wieder im März, glaube ich, 15. auf. März. Ja, also zwischen November und März leider geschlossen. 15. März bis 15. November ist er geöffnet. Ja. Und dann, nachdem wir jetzt Februar haben. Leider geschlossen. Aber vielleicht kommen wir wieder mal in diese Gegend und dann, denke ich, werden wir das mal durchfahren. Ja, aber wir haben noch ein schönes Ausflugsziel, da fahren wir jetzt hin. Und ihr kommt mit. Ja, bleibt dran. Es könnte schön werden, ja, auch für müssen, euch. Müssen wir ein bisschen fahren, ja. Ja, also wir fahren jetzt ein Stückchen weiter. Ja. So, jetzt sind wir hier beim Besucherzentrum von Gerolsteiner, haben uns das angeschaut, ein paar Impressionen zeigen wir, heimlich gefilmt. Ja, okay, aber wisst ihr, es soll nämlich noch andere Getränke geben, außer Bier und Wein. Aber Gerolsteiner ist im Besitz von Bitburger, 51% hat Bitburger, und es war eigentlich im Prinzip ganz lustig, denn da gab es auch eine Limonade von Gerolsteiner, ja. Und eine Besucherin hat gefragt, wieso muss da immer so viel Zucker in der Limonade sein? Und der Kommentar von der Führerin, du trinkst doch Mineralwasser, wenn es keinen Zucker hat. Ja, und dann haben wir noch was kennengelernt. Ja, es gab nämlich hier so einen 10-minütigen Film. Und da gab es dann noch eine 5-minütige Einführung, welche Sicherheitsmaßnahmen man beim Werksbesuch berücksichtigen muss. Also ich war ja schon beruflich bedingt in vielen Fabriken, aber so eine Einweisung habe ich noch nie gekriegt. Und würde mal sagen, hier
Die sind halt besonders vorsichtig. Oder hier hat ein Kundenkarre einen Arbeitsplatz gefunden. Kann man das so sagen? Nein, du bist unmöglich. Doch, das kann man so sagen. Nein, du bist unmöglich. Ah, ja. Also die Sicherheitshinweise für einen 10-minütigen Film im Kinosaal, ja, die waren länger als auf einem Flug nach Kanada. Ja. Aber trotzdem, es war sehr interessant, ja, die genau. Apfelanlage alles anzuschauen, das war sehr interessant. Können wir euch nur empfehlen, wenn ihr mal in der Vulkaneifel seid, schaut zu Gerolsteiner. Mhm. Und wenn ihr nicht in die Vulkaneifel kommt, dann trinken Gerolsteiner. Wir trinken den nämlich auch, ist sehr gesund und ist sehr gut, ist nachhaltig gefördert. Und es geht nie aus. Und es telefoniert. Bei mir. Geht soweit. Sage mal jetzt einfach Tschüss.